Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Hörspiel wieder mit dabei seid. Heute ist Hörspielzeit, heute ist Samstag. Das heißt, heute gibt's nichts Neues, sondern die komplette Zusammenfassung aus der letzten Woche, nur eben ohne meine Einsprecher dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Guten Tag. Wen habe ich denn da? Hallo, schönen guten Tag. Tag. Spreche ich mit dir, Rainer? Sieht so aus. Wie bitte? Sieht so aus. Herr Rainer, also ich heiße Nancy Müller aus dem Global Finanzmarkt, ja? Nancy Müller, hm? Sie haben sich gerade bei uns registriert, richtig? Möglich. Ja, also, lieber Tier, ich sehe in meinem System, dass Sie Interesse für Online-Trading gezeigt haben, ja? Meistens für vollautomatische System, richtig? Mhm, okay. Okay, also ich bin da, um weitere Schritte Ihnen richtig zu helfen. Damit können wir Ihr Konto Aktivierung tätigen. Okay. Okay, dann sagen Sie mir, haben Sie unsere Werbung schon gesehen, richtig? Welche Werbung? Sie haben Ihre Daten dort eingelassen. Aha, gut. Also, ich will informieren, dass wir haben verschiedene Beträge für unsere Kunden. Damit können Sie Ihr Konto Aktivierung tätigen, okay? Aha. Haben Sie schon Betrag gewählt oder noch nicht? Nee. Aha, also ich werde Ihnen helfen, damit können wir zusammen Ihre Kontoaktivierung machen. Aha. Also, lieber Tia, wir haben drei verschiedene Aktivierungsmöglichkeiten. Unser niedrigster Betrag ist 250 Euro. Es gibt auch die Möglichkeit für 500 Euro und für 1000 Euro, ja? Okay. Sagen Sie mir bitte, mit welchem Betrag Sie anfangen wollen. Am Anfang, also ich will auch informieren, dass für 500 und für 1000 geben wir auch Bonusgeld. Ja, damit können Sie am Anfang mit unserem Bonusgeld einfach probieren, um zu sehen überhaupt, was ist das und wie können Sie weitermachen im Finanzmarkt und überhaupt, gefällt das Ihnen oder nein? Aha, okay. Und okay, also wie schon verstanden habe, Sie sind noch Anfänger in diesem Bereich, richtig? Und Sie haben keine Erfahrung. So sieht's aus. Wie bitte? So sieht's aus. Entschuldigung, ich höre Ihre Stimme nicht so gut. Sie hören Ihre Stimme nicht so gut? Ich höre Ihre Stimme jetzt schon gut. Ja? Ja, genau. Herr okay. Rainer, also sagen Sie mir, mit welchem Betrag Sie anfangen wollen. Was ist denn da besser? Jetzt wären das 50 Euro vielleicht. Ja, ist das am besten? Wie bitte? Ist das am besten? Es ist nicht am besten, sondern es ist unser niedrigster Betrag. Ich habe gedacht, dass wir anfangen, das ist gut. Ja, Sie können einfach mit niedrigster Betrag anfangen, um zu sehen, überhaupt, was ist das. Und was ist am besten? Wie bitte? Was ist denn am besten? Also, Sie wollen, dass ich anbiete, welche Möglichkeit ist besser? Na, ich möchte die beste Möglichkeit benutzen. Okay, also Sie können mit 500 anfangen, damit wir von Sie auch Bonusgeld kriegen, ja? Wenn das am besten ist, dann machen wir das so. Wie bitte? Wenn das am besten ist, dann ja. Okay, dann sagen Sie mir, welche Zahlungsmethoden Sie benutzen. Wie meinen Sie das? Welche Zahlungsmethoden? Visa-Karte oder Mastercard? Ach so, ja, hab ich. Visa? Ja. Okay, und haben Sie genug Geld auf Ihrer Visa-Karte? Wie meinen Sie das? Ich meine, haben Sie genug Geld, damit können Sie Aktivation tätigen, ja? Habe ich auf meinem Konto, ja. Aber meine Visa-Karte, die benutze ich ja als Kreditkarte. Da ist dann dementsprechend nichts wie drauf. Wie bitte? Hallo? Sie sagen ja gar nichts mehr. Hallo? Herr Rainer, hören Sie mich? Ja. Ja, kann ich Ihnen eine Frage stellen? Nee. Nee? Warum? Warum? Ja. Ja? Na, warum denn? Warum denn? Herr Rainer, also wissen Sie doch, es ist so interessant. Morgens, wir haben also noch eine Registrierung gemacht mit einem schönen Namen, die einfach passt in unser Profil, ja? Jetzt, ich möchte doch wissen, was ist Ihre ehrliche Name, Herr Rainer oder Herr... Ich möchte einfach diesen Namen auch nicht lesen, ja? Warum? Was gefällt Ihnen denn an meinem Namen nicht? Einfach, ich möchte doch wissen, gefällt Ihnen, wenn Ihnen jemand schimpft? Ja. Ja? Mhm. Dann, wie ich habe schon am Morgen gesagt, Sie sind behindert, wissen Sie doch. Habe ich vergessen. Vergessen? Dann ich sage Ihnen noch einmal, Sie sind behindert. Tschüss. Okay, dann hören wir uns ja nachher bestimmt wieder. Guten Tag. Guten Tag, mein Herr, wie geht es Ihnen? Ganz schnuckelig. Wie kann ich Sie denn möchte, dass Ihre... Wie bitte? Wie kann ich denn behilflich sein?
Sie müsste das Gerät aktualisieren. Ach so, das mit dem Update. Aber geht nicht. Da kommt ja nichts auf eurer Seite. Was ist das Problem? Na, da kam nichts. Brauchen Sie Hilfe, oder? Ich denke. Vermutlich. Woher kommen Sie? Von draußen. Wie bitte? Von draußen. Welchem Land? Ach so, Germanü. Welches? Germanü. Germany? Hm. Oder Germany? Ja. Bachotia, Germany wollen wir nicht dir. Was? Was muss ich denn machen? Nur ficken. Was? Tschüss. Nein, was ist denn jetzt mit dem Update? Loslassen. Was? Loslassen. Wie? Wo kriege ich denn jetzt das Update? Fragen Sie Ihre Opa. Wie meinen Sie das? Fragen Sie Ihre Opa. Na, ich dachte, man kriegt bei euch das Update. Guten Tag. Hallo, Herr Kohl. Ja. Hallo, mein Name ist Rizian. Hören Sie mich? Ja. Ja, Sie haben vorhin eine Anmeldung bei uns getätigt für Online-Trading. Ist das richtig, Herr Gott? Das kann sein. Das kann sein? Mhm. Aber wieso das kann sein? Ja, waren mehrere Firmen. Ach so, also Sie haben sich auf mehreren Portalen angemeldet gehabt. Okay. Mhm. Sache ist, wo haben Sie sich genau angemeldet? Also waren Sie irgendwo auf der Werbung oder haben Sie was per E-Mail bekommen? Weil wir können das im System nämlich nicht sehen. Na, das habe ich über Facebook. Über Facebook. Mhm. Okay. Herr Gott, haben Sie bereits Erfahrungen mit? Nee. Haben Sie noch nicht. Aber Sie haben Interesse, ja? Ja. Okay. Wenn Sie ein paar Minuten Zeit für mich haben, werde ich Ihnen erklären, wie das Ganze abläuft. Und danach können Sie mir gerne ein paar Fragen stellen, ja? Also ich bin erstmal der Account Manager und ich bin dafür da, um Ihr Handlungskonto zu aktivieren. Um Ihr Handlungskonto zu aktivieren, müssen Sie einmal 250 Euro drauf einzahlen. Diese 250 Euro, das ist auch das Geld, womit Sie dann auch handeln werden. Ja? Das heißt, es ist keine Gebühr oder irgendwelche versteckte Kosten. Nach der erfolgreichen Einzahlung bekommen Sie einen Fachmann von uns, beziehungsweise einen Broker. Der Broker würde für Sie eine technische und fundamentalische Analyse erstellen, die nach Ihren Zielen angepasst sein wird. Und Sie werden gemeinsam mit dem Broker versuchen, Ihren Ziel zu erreichen. Ja? Denn wir verdienen Geld nur, wenn Sie Geld verdienen. Das bedeutet, wenn Sie zum Beispiel in eine Aktie oder Kryptowährung oder was auch immer Geld investiert haben und haben zum Beispiel 100 Euro Profit erzielt und dann möchten Sie das Geld auszahlen, bei der Auszahlung bekommen wir dann 5% von der ausgezahlten Summe. Ja? Das bedeutet, dass wir sozusagen daran verpflichtet sind, Ihnen auch die bestmögliche Beratung zu geben, damit Sie auch die entsprechenden Gewinne erzielen können. Ja? Was sagen Sie dazu, Herr Kott? Haben Sie noch ein paar Fragen? Na, wie heißt denn die Webseite? StocksViews. Ach so. Ja, was heißt denn das, ach so? Na ja, ist ja auch nur eine von den kriminellen Seiten mit schlechter Bewertung. Wo haben Sie denn schlechte Bewertung bei uns gefunden? Im Internet. Echt? Können Sie mir das vielleicht unserem Support-Deal leiten? Weil die haben Sie nicht gesehen. Nee, haben Sie nicht gesehen, dann müssen Sie mal auf Google gehen und Ihren Namen eingeben. Ja, dann mache ich das jetzt eben sogar. Mhm. Und wo genau? Wo genau, weiß ich jetzt auch nicht aus dem Kopf, aber man sieht es ja in den Ergebnissen von Google. Ja, ich finde tatsächlich nichts Schlechtes. Gar nichts. Nee, die schreiben alle, sie zahlen kein Geld aus. Wieso sollten wir das nicht tun? Ja, weil sie das klauen wollen und behalten. Okay, und Sie meinen auch, dass alles, was Sie im Internet lesen, entspricht doch der Wahrheit. Und außerdem, wenn... Nee, sonst würde ich ja Ihnen nicht glauben. Verstehe ich jetzt nicht. Ja. Also ich würde gerne dann vielleicht den Link davon bekommen, vielleicht finden Sie das ja nochmal, denn ich könnte Ihnen auch Links schicken, wo ich diese Bewertungen nicht sehe. Ja, die gefakten Bewertungen dann, ja. Okay, und wozu haben Sie dann eine Anmeldung getätigt? Ja, ich habe ja vorher nicht gewusst, wo ich rauskomme. Und dann kam da die Betrügerseite. Aha, okay. Ja, Sie wissen aber schon, dass es eine schwere Anschuldigung ist, uns jetzt als Betrüger darzustellen. Nee, Sie sind kriminell. Echt? Ja. Sie helfen bei dem Betrug, damit machen Sie sich mitstrafbar. Ich werde wissen,
was Sie mir jetzt über meine Arbeit erzählen, aber das was weiß ich nicht. Ja, aber ich würde mir an Ihrer Stelle ganz schnell was Vernünftiges suchen. Das ist doch nicht seriös. Was denn nicht? Nur Ihr Job. Wenn Sie der Meinung sind, also ich dann sehe ich tatsächlich leider keine Zusammenarbeit im Blick. Und ja. Werde auch gerne diesen Gespräch beenden. Aha, na dann beenden Sie das mal gerne. Alles gut. Tschüss, Betrügerin. Guten Tag. Ja, hallo, schönen guten Tag, Herzog. Guten Tag. Ja, hallo. Ja. Ich spreche mit Herrn Aufgang. Mhm. Hallo, ich grüße Sie. Leon hallo. Bergmann hier. Beziehungsweise Sie hatten sich registriert, um online mit der Software zu handeln, korrekt? Ja, genau. Und zwar haben Sie schon mal am Finanzmarkt gehandelt oder wäre das Ihre erste Erfahrung? Bis jetzt noch nicht. Okay. Und haben Sie vielleicht Interesse an einem bestimmten Markt oder einfach generell automatisch zu handeln? Den, wo es am meisten Geld gibt. Okay, also für Sie, beziehungsweise Sie brauchen da keine Erfahrung zu haben oder Zeitaufwand, ja, die Software, die ist künstliche Intelligenz, wird für Sie das ganze Handelsprozess übernehmen, ja. Mhm. Und in dem Fall müssen Sie einfach die Software mit einer beziehungsweise Aktivierungssumme anschalten oder aktivieren und damit somit wären wir bereit anzufangen. Mhm. Haben Sie vielleicht eine Crypto-Wallet, Kryptobörse? Nee. Okay. Ja, normalerweise ist etwas ungewöhnlich. Normalerweise haben die meisten Kunden eine Kryptobörse. Wir benutzen das als die Zahlungsmethode. Heutzutage ist es am einfachsten, schnellsten, ja. Außerdem ist es ja für Sie privat und Sie zahlen da auch mit den Krypto keine Steuern, ja, falls Sie das Geld dort behalten. Und es ist ja sehr schnell. Sie werden das einmalig registrieren, das werden Sie dann später für immer haben, für sich selber, für persönliche Überweisungen und so weiter, ja. Also ich werde Ihnen dabei helfen, eine Kryptobörse zu eröffnen, ja, damit wir die Überweisung machen. Und zwar Sie können gerne, ich kann Ihnen das gerne alles beziehungsweise erklären, wie Sie das machen. Das dauert ja in der Regel nur 10, 15 Minuten. Falls Sie gerade Zeit haben, können wir das schnell machen, damit wir dann morgen bereit wären, um fortzufahren. Weil die Registrierung ja, nachdem Sie sich registriert haben, dauert in der Regel 24 Stunden, bis es abgearbeitet wurde. Ah, ja. Aber das ist nur einmalig, wie gesagt, das wird nur einmalig sein und später haben Sie das für immer, ja. Das ist wie eine Eröffnung eines Bankkontos. Mhm. Genau. Der Markt hat eigentlich gerade, verfolgen Sie eigentlich den Kryptomarkt überhaupt oder vielleicht in den Nachrichten? Mhm. Also haben Sie das nicht bei den Nachrichten oder so gesehen, dass Bitcoin gesunken ist, gefallen ist, beziehungsweise? Nee. Okay, kein Problem. Beziehungsweise der Kryptomarkt ist eigentlich sehr stark gesunken innerhalb der letzten 2 Wochen. Und gerade gibt es eine sehr große Gelegenheit, wo der Markt jetzt auf einen sehr wenigen Wert hat, ja, dass wir das ausnutzen, um ja den Marktverholen ja auszunutzen. Also, der Aufgang. Hallo? Ja. Ja. Also, wären Sie soweit? Womit? Was meinen Sie denn? Ja, dass Sie die App herunterladen, damit Sie die Kryptobörse für Sie erstellen. Was denn für eine App? Crypto.com. Das ist eine App? Ja, klar. Dann guck ich mal. Das ist so eine blaue App. Ja, genau. Das ist die blaue App. Daneben steht bei BTC, ETH, beziehungsweise Ethereum. Können Sie direkt finden. Ja. Und jetzt? Okay, installieren Sie die App.
Okay. Welcher Bank benutzen Sie denn? Wie meinen Sie das? Also mit welcher Bank werden Sie die Überweisung machen? Verstehe ich nicht. Auf einer Bank sitzt man doch. Doch, das verstehen Sie. Welche Bank benutzen Sie, um die Überweisung zu machen? Sie meinen welches Geldinstitut? Ach so, okay. Klugscheiße. Schönen Tag noch. Arschloch. Ja, hallo. Mit wem spreche ich? Hallo, hier spricht Dorothee aus dem Heldental-Team. Mit wem spreche ich denn bitte? Na, mit denen, denen Sie angerufen haben. Wie ist denn dein Name? Dann kann ich das auch verifizieren. Ja, mit dem, den Sie angerufen haben. Spreche ich mit Peter Pumpernickel. Richtig. Du hast dich ja bei uns für das Trader-Karriere-Programm beworben und für jetzt auch den Termin gebucht. Habe ich das? Okay. Ja, das ist laut meinen Unterlagen der Fall. Passt es denn gerade bei dir? Ja, erstmal heißt es Sie. Wir haben generell, wir duzen uns alle. Mich nicht. Wenn Sie möchten, kann ich natürlich gerne Sie sagen, ist kein Problem. Passt es Ihnen gerade? Ja. Okay, prima. Dann stelle ich mich gleich kurz bei Ihnen vor. Mein Name ist, wie gesagt, Dorothee und ich arbeite bei Heldental in der Personalabteilung. Und ich führe mit jedem, der sich bei uns als Trader bewirbt, ein erstes Vorgespräch. Ganz einfach, um den weiteren Ablauf zu besprechen. Ich würde gerne aus Qualitätszwecken dieses Gespräch aufzeichnen. Sind Sie damit einverstanden? Mache ich auch. Okay, perfekt. Erstmal vielen Dank, Herr Pumpernickel, für Ihre Bewerbung. Ich bin neugierig. Haben Sie denn schon Erfahrung, konkrete Erfahrung im Trading? Nee. Also Sie wären ein Starter? Ja. Okay. Was finden Sie denn so faszinierend am Trading? Gar nichts. Warum haben Sie sich dann hier beworben? Einfach mal so zum Gucken. Einmal einfach so, um zu gucken. Ja. Haben Sie denn Interesse daran, bei uns als Trader ausgebildet zu werden und kapitalisiert zu werden? Nee. Warum habe ich Sie dann heute Abend angerufen? Warum haben Sie sich beworben? Darf ich die Frage stellen? Na, weil ich mal gucken wollte. Ich glaube, dann sprechen wir das Gespräch jetzt hier ab. Ja, warum denn? Ich habe nicht das Empfinden, dass Sie wirklich Interesse haben, bei uns im Programm zu starten. Ja, aber ich habe das Interesse, dass Sie oder das Empfinden, dass Sie illegal arbeiten. Das tun wir ganz sicher nicht. Und wie gesagt, an dieser Stelle breche ich das Gespräch jetzt ab. Ah, also wie die anderen Betrüger. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für die Bewerbung. Ich danke Ihnen für die Bewerbung. Dann ist es ja schon mal klar, dass Sie Betrüger sind. Und alles Gute. Ja, das wünsche ich Ihnen nicht. Ja, hallo. Ja, hallo, guten Tag, Herr Fick. Hier ist Dennis Palak von Economics Hub. Ich rufe Sie an, weil haben Sie gerade bei uns angemeldet wegen Ölprofit, ohne Geld zu verdienen. Und ich wollte Ihnen jetzt weiterhelfen, Konto zu aktivieren. Sagen Sie mir bitte, Herr Papa, zuerst, wie alt sind Sie? Nicht Herr Papa. Wie bitte? Nicht Herr Papa. Herr Fick. Ja, ja, Herr Fick. Ja, aber haben Sie ja gerade nicht gesagt. Also bei uns steht Papa Fick. Was? Was Popa steht da? Papa Fick heißt. Papa ja. Fick. Ja. Wie alt sind Sie? 29 und Sie? Also 35. Und was machen Sie beruflich? Sind Sie doof? Wie? Hören Sie eigentlich auch zu? Was haben Sie gesagt? Die Frage war, ob Sie zuhören. Ja, ja. Was machen Sie beruflich? Jetzt geht Sie nichts an. Ja, guten Tag. Hallo, spreche ich mit Herbert? Ja. Ich heiße Mila Young, ich bin Vertreterin von Trading Platform Trade Union. Sie waren gerade auf unserer Webseite und haben sich angemeldet. Stimmt das? Von Trade Union? Trade Union. Ja. Ja, Sie waren auf Tradebox Source, ja. Stimmt das? Ja, Okay, wir wollen fragen, wollen Sie Ihre Konto aktivieren? Haben Sie Fragen? Ja, wie geht denn das? Wie bitte? Wie geht denn das? Ich habe nicht verstanden, Entschuldigung. Ich habe gefragt, wie geht? Trade Union, Trading Plattform. Wissen Sie, was das bedeutet? Ja, bin ich da drauf. Okay, gut. Wollen Sie Konto aktivieren? Ja, wenn Sie mir sagen, wie geht? Sie können anfangen mit 250, 500 oder 1000 Euro. Mit welchem Betrag möchten Sie? Geht er nicht mehr? Ja. Hallo, Herr Popper. Mhm. Hier ist Annelie aus globalem Finanzmarkt. Sie haben bei uns registriert und Ihre Handelskonto erstellt und
Sie haben Interesse mit Bitcoin, ja? Ja. Haben Sie Erfahrung oder ist es für Sie das erste Mal? Nee, keine Erfahrung. Mit welchem Bereich möchten Sie anfangen? Mit was? Mit welchem Bereich möchten Sie anfangen? Ich meine, bitte? Ja, erzählen Sie weiter. Okay, und welche Zahlungsmethode benutzen Sie, Herr Popper? Na, wollen Sie nicht erstmal den ersten Punkt klären, bevor wir den zweiten klären? Bitte? Ich sagte, wollen Sie nicht erstmal den ersten Punkt klären, bevor wir den zweiten Punkt klären? Welcher Punkt möchten Sie, ich erkläre Ihnen? Sagen Sie, ich erkläre. Ja, ich glaube, das ist stark zu bezweifeln, weil Sie können ja gar kein Deutsch. Was rufen Sie denn eigentlich an? Englisch. Nee. Was möchten Sie, Herr Popper? Ja, vernünftig mich unterhalten und nicht so, weiß ich nicht, Sie verstehen doch nichts. Also, Herr Popper, Sie sind im Finanzmarkt und ich bin Ihr Personalkontoberaterin. Und wir müssen zusammen Ihr Konto aktivieren, dann können Sie weiter investieren und Profit bekommen. Aha. Ja, das ist also, ich möchte jetzt wissen, mit welchem Bereich haben Sie Interesse, dann kann ich Ihnen Informationen geben. Ja, welchen Bereich denn? Zum Beispiel Bitcoin, Amazon und so weiter. Aber auf jeden Fall ist alles mit Ihnen Finanzexpert erklären. Weil ich bin nur Account Manager, also Ihre Kontoberaterin. Mein ja, Job ist, Ihr gesagt, Konto aktivieren. Erklären. Ja, doch, kann ich Ihnen erklären. Nein, ich sage nicht erklären. Einfach, dass unsere Expert muss Ihnen, also mit unserem Expert, Sie müssen wissen, mit welchem Bereich Sie müssen anfangen oder Sie möchten anfangen. Aha. Das ist nicht mein Job. Welche Zahlungsmethode benutzen Sie, Herr Popper? Ja, ich habe alle, was man so sich wünschen kann, denke ich. Visa oder Mastercard? Ja. Haben Sie? Mhm. Und mit welchem Betrag möchten Sie anfangen? Ja, ich dachte, ich fange erstmal so mit 250.000 an oder so. 250? 1.000. 250.000. Mhm. Okay, Augenblick. Soll sich auch lohnen. Okay, dann können Sie mit 250.000 anfangen. Ja. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Hä? Na, ich dachte, Sie wollen mir jetzt dabei helfen. Bitte? So? Nee, weil Sie sind nicht seriös. Warum bin ich nicht seriös? Haben Sie irgendwie einen Lattenschuss? Weil Sie sind nicht seriös. Aha. Das erzählt ja die Kriminelle am Telefon. Scheiß Betrüger. Was? Du bist ein scheiß Betrüger, mehr nicht. Nee, wir sind nicht Betrüger. Du bist Betrüger. Nee, du bist eine Kriminelle. Ja? Hallo, spreche ich mit Herrn Thorsten? Ja. Also Ihren Nachname hätte ich gefragt, zu überschreitigen, bitte. Was? Ihren Nachname. Ja, der bei Ihnen da steht. Schickwick ist Ihr Nachname. Was? Sie sind akustisch gerade nicht rübergekommen. Herr Thorsten Schickwick sind Sie. Ja. Sie sind Herr Thorsten Schickwick, richtig? Richtig. Okay. Ja, hallo. Hallo. Ist ja schön da, der Krach im Hintergrund. Und wie kann ich jetzt behilflich sein? Lederli. Mhm. Hallo. Ja, was denn? Hallo? Wie kann ich dir behilflich sein? Hm? Hallo? Ja, was denn? Hören Sie mich, mein Herr? Ja. Ich rufe Sie von TomTom. Sie möchten, dass Ihre TomTom-Gerät aktualisieren. Mhm. Warum sind da Kinder bei Ihnen im Hintergrund? Ja, bitte, weil wir arbeiten zu Hause wegen des Lockdowns, Corona. Was denn für ein Lockdown? Corona, wegen des Corona. Ja, aber gibt doch gar keinen Lockdown. Herr, wir arbeiten zu Hause. Es ist ein Problem für Sie? Nö, aber wenn Sie sagen, wegen dem Lockdown, ist doch gar kein Lockdown. Jetzt im Moment, wir haben das Lockdown nicht, aber wir arbeiten zu Hause. Ach so. Unser Büro ist noch nicht geöffnet. Ja. Und wie können Sie mir jetzt bei dem Update helfen? Ja, ob Sie Hilfe brauchen, dann wir helfen Ihnen. Ja, da kam ja nichts. Da stand Download und dann kam nichts.
Kein Problem. Ob Sie sagen, dann wir machen das alle Arbeit für Sie. Nur mir ein Minuten geben. Sagen Sie mir, haben Sie das Gerät mit dem Computer verbunden? Ja. Welche Computer benutzen Sie? Windows oder Apple? Das ist Linux. Linux, okay. Kein Problem. Haben Sie Windows oder Apple nicht? Nee. Dann bitte zuerst bevor suchen Sie einen anderen Computer. Linux geht nicht. Warum nicht? Ging doch vorher auch. Ja, ich weiß das nicht, aber Linux geht nicht. Sie ja, brauchen einen Windows oder Apple Computer, okay? Ja, warum? Ich weiß das nicht. Funktioniert der Betrug besser, oder wie? Wie bitte? Funktioniert der Betrug besser? Ich weiß das nicht. Ach so. Tschö. Bis dann, tschüss. Und wer weiß das? Hm? Was denn du? Ja, du bist ja noch dran. Ja, hallo? Hallo? Hello, yeah. Am I speaking with Mr. Dreiniger? Oh nee, geht das irgendwie auf Deutsch? Ja. Spreche ich mit Herr Dreiniger? Ja. Okay, hallo. This is Grace Foster. Sie haben eine Anmeldung gemacht und Sie sind online in unserer Plattform. Ja, wie heißen die? Sorry? Wie heißen die Plattform? Finance X. Nö, da bin ich nicht mehr online. Die habe ich zugemacht. Okay, eine Minute bitte. Oh nu? Hallo. Nun sprichst du nicht mehr mit mir. Hallo? Ja. Hallo, schönen Tag, Herr Dreiniger. Schön, Sie zu erreichen. Ja. Mein Name ist Steve Dolleb. Es geht um Ihre Anmeldung, die Sie gerade eben bei uns gemacht haben. Ist das richtig? Weiß ich nicht, ob das richtig ist. Nochmal bitte? Ja, weiß ich doch nicht, ob das richtig ist. Ob das richtig ist? Diese Anmeldung wurde eben gerade bei uns gemacht, Herr Dreiniger. Ja, welcher Seite denn? Finviz Support, melde ich mich gerade. Sie haben gerade... Ach, das mit dem blauen Ding. Genau. Ja. Da haben Sie Ihre Daten hintergelassen. Ich bin Ihr Ansprechpartner und wollte Ihnen dabei helfen mit dem Aktivierung Ihres Handelskontos. Aha. Und wer war das gerade eben? Das war meine Kollegin, meine Assistentin, die aber leider nur Englisch spricht. Tut mir leid. Ach so. So, ich konnte Ihnen gerne weiterhelfen, Herr Dreiniger. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie viel Erfahrung in diesem Bereich haben oder ist das etwas Neues für Sie? Nö, ist neu. Ist neu. Wie sind Sie bei uns gelandet? Wie ich bei euch gelandet bin? Gar nicht. Ich habe die Webseite aufgerufen. Aber Sie haben gerade Ihre Adressen dahinter gelassen bei uns. In so einer Werbung, ja. Genau. Sind Sie daran interessiert, eine Investition zu machen? Ja. Okay, in welcher Höhe? Weiß ich noch nicht. Was muss man denn da machen? Okay. Haben Sie auch etwas über den automatischen Software gelesen oder geschaut? Nee. Nein, noch nicht. Was hat Ihnen denn überzeugt, dass Sie diese Anmeldung gemacht haben? Die bunten Bilder und der Countdown. Okay. Und Sie wollen gerne mit dem Mindestbetrag anfangen, das Ganze ausprobieren? Was ist denn das für ein Betrag? 250 Euro. Ach so, kann man da nicht mehr machen und dann mehr rauskriegen? Als Erstkapital würde ich Ihnen 250 Euro empfehlen, Herr Dreiniger. Ach so. Wollen Sie mit 250 Euro Ihr Konto aktivieren? Nee, das ist mir zu wenig. Mit wie viel wollen Sie denn anfangen? Na, ich dachte erstmal so an 15.000. 15.000 Euro. Benutzen Sie eine Kreditkarte. Wie möchten Sie denn Einzahlung machen? Mit Überweisung. Mit Überweisung. Okay, müssen wir aber dann aber auch ein Crypto-Exchange-Konto erstellen. Haben Sie eins? Nee. Müssen wir aber auch nicht erstellen für sowas. Nochmal? Müssen wir aber auch für sowas nicht erstellen. Eine Einzahlung zu tätigen. Ich kann Ihnen leider keine Bankdaten an Ihnen senden. Warum bei nicht? Bei uns müssen Sie selber ein Konto erstellen. Aha. Wie geht denn das? Ganz einfach im Internet ein Konto erstellen beim Crypto Exchange. Wir haben Kraken, Coinbase. Soll ich jetzt bei einer fremden Firma ein Konto eröffnen? Das ist keine Firma. Das ist eine Crypto Exchange. Ist ja trotzdem eine Firma. Millionen Kunden investieren da Geld oder konvertieren da auch Geld. Da können Sie einfach nur Kryptos kaufen. Aha. Ja, nee, das ist nicht so unseriös, denn... Haben Sie eine Kreditkarte, eine Visa oder eine Mastercard? Nee. Haben Sie keins. Möchten Sie die Bankdaten an Ihre E-Mail-Adresse erhalten?
Na, die können Sie mir doch sagen. Genau, müssen wir aber erstmal Ihre ein Crypto-Exchange-Konto erstellen. Ja, aber ich mache dann jetzt nicht noch ein Konto bei einer anderen Firma. Sie machen kein Konto bei einer anderen Firma, Sie erstellen ein Konto, das ist kostenlos. Hier ist ja trotzdem ein Konto bei einer anderen Firma. Das ist keine Firma, Herr Dreininger. Natürlich sind das Firmen. Die machen das auch nicht umsonst. Das ist kostenlos, das können Sie gerne im Internet recherchieren. Ja, genau. Können Sie gern geben. Ich mache aber bei dem Betrug nicht mit. Das ist mir zu unseriös. Wofür denn eine Anmeldung, Herr Dreininger? Ja, ist mir zu unseriös. Alles klar. Ja. Ciao, schönen Tag noch. Ja. Ja, hallo, ich bin wieder da. Ich spreche mit Hugo Hofmann von Trader CryptoX. Ja. Alles gut. Also. Ja. Also, unser Telefon hat unterbrochen. Scherz Hartmut, Knusprig, also Entschuldigung. Sie haben, finde ich, einen Link schon erhalten von unserer Seite, von Hugo Hofmann, oder? Per E-Mail. Nee. Also Ihre E-Mail bitte wiederholen Sie mir nochmal. Welche? Ich habe so viele. Ich habe also Ihre E-Mail-Adresse. Da habe ich ganz viele von, also etwa 100.000 Stück. Ja, Sie haben 100.000 Stück E-Mail, aber ich brauche eine nur davon. Also ist egal welche. Ja, egal das welche, genau. Guck mal, Moment. So. Das wäre dann hartmut.schimmeldöner@mdccn.de. Entschuldigung, bitte, können Sie es erneut, ich schreibe das auf, bitte, also Hartmut. .schimmeldöner@mdccn.de. Also, genau, also Hartmut. Schimmeldöner. Also, können Sie buchstabieren? Was? Also, nach Hartmut, ja, nach Hartmut. Nach dem, diese Buchstabe können Sie mir dann buchstabieren. Ein S, ein C, ein H, ein I, ein M, ein M, ein E, ein L, ein D, ein O, ein E, ein N, ein E, ein R. Also, unter dieser Nummer benutzen Sie WhatsApp? Nee. Na, was denn du? Also, ja. Also, okay, das ist ja Hartmut. Also, ich habe jetzt diese E-Mail-Adresse. Ich habe schon geschickt einen Link, aber wenn Sie können nicht, dass diese, also normalerweise, sagen Sie mir bitte, wenn Sie kein Interesse mit Online-Handel, diese Geld, Ihr Konto aktivieren und handeln mit dieses Produkt, was Sie bei uns ausgewählt, wäre es leider, tut es mir wirklich leid, so viele Kunden haben wir solche Anforderungen, Konto aktivieren, deswegen, ich soll Ihnen verabschieden. Wieso? Ja, hallo? Es liegt eine Nachricht für Sie vor. Firmenname, MiCapital Invest, Erbname der Bank, Investbank IBAN, BG45IJ80481494462580 SwiftBIC, IOX Referenz, Zahlungsgrund, Nachricht an den Empfänger, 31997, dies war eine Nachricht von 972, gesendet am 24. Juni 2022 um 16.05 Uhr. Hello, Felix. Mhm. Guten Morgen, mein Name ist Selina Fischer. Ich bin Vertreterin von Bitcoin Coach. Sie haben gestern Ihre Kontaktdaten hinterlassen. Ist das korrekt? Mhm. Sagen Sie mir bitte, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich? Mhm. Entschuldigung, jetzt Sie schlafen oder was? Mhm. Alles klar. Haben Sie einen schönen Tag noch. Ja, bitte. Hallo, guten ja. Tag. Spreche ich mit Felix. Felix Flitzekacke. Mhm. Mein Name ist Frank und ich rufe Sie von der Handelsfirma GMA Pros bezüglich Ihres Handelskontos an. Ja. Ich bin Ihr Account Manager und meine Aufgabe ist es, Ihnen dabei zu helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren, damit Sie mit dem Handel beginnen können. Okay? Mhm. Okay, so sagen Sie mir bitte, sprechen Sie Englisch? Nee. Ja, korrekt? Nee. Ich spreche Englisch. Ah, nee. Ja. Sprechen Sie Englisch, ja oder nein? Nee.
Nein, okay, kein Problem. Und haben Sie Erfahrung in Handeln oder das ist das erste Mal? Hallo? Also, nee und ja. So, haben Sie Erfahrung in Handeln oder das ist das erste Mal? Nee und ja. Aha, erste Mal. Okay, kein Problem, das ist in Ordnung, denn wir stellen Ihnen Ihren eigenen persönlichen Broker zur Verfügung, der Ihnen hilft und Ihnen erklärt, wie Sie mit dem Handel beginnen. Und sagen Sie mir bitte, wie alt bist du? Sie. Nicht du. Wie alt bist du? Nee, Sie. Nicht du. Pardon? Ja, das heißt, wie alt sind Sie? Eins und? Das heißt, wie alt sind Sie, nicht du? Okay, wie alt sind Sie? Ja, 29. 29. 29. 29, okay. Und was ist dein Beruf, bitte? Was ist Ihre Aufgabe? Beruf. So, was ist Ihre Aufgabe, bitte? Ja, Kaffeesatz lesen ist meine Aufgabe. Okay, kein Problem. So, nach Aktivierung Ihres Handelskontos ruft Sie der Broker innerhalb von 2 oder 3 Tagen und der Broker wird Ihnen alles erklären und Ihnen weiterhelfen. Der Broker spricht Deutsch sehr, sehr gut und sobald Ihr Handelskonto aktiviert ist, als Investitionsnachweis erhalten Sie Verifizierungsdokumente an Ihre E-Mail-Adresse. Aha. Und Ihr Handelskonto ist vor Spending und Quid. Sobald Sie Gewinn gemacht haben, können Sie den Gewinn von der Handelsperson übertragen. Und Sie erhalten auch die Dienste von der automatischen Software. Das heißt, Sie können den Broker für Sie handeln lassen. Und um Ihr Handelskonto zu aktivieren, müssen Sie eine Einzahlung tätigen. Die Mindestinvestition beträgt 250 Euro. Und dieser Betrag wird als Ihr Online-Handelsbudget verwendet. So, sag ich mir bitte, wie viel willst du anfangen? Minimum oder mehr? Sie. Wie viel willst Sie anfangen? Mit 25 Euro. 250, korrekt? Nee, 25. Pardon? Ja, hallo? So, Minimum ist 250 Euro, okay? Warum? Das ist Minimum. So, müssen Sie mit Minimum oder mehr anfangen? Warum ist das Minimum? Das ist ein Minimum. Ja, warum? Okay. Pardon? Ja, was denn? Minimum ist 250 Euro. So, sagen Sie mir bitte, müssen Sie beginnen mit minimal 250 Euro oder mehr? Na, wieso ist es das Minimum? Pardon? Ja. Sagen Sie mir bitte. Was denn? Minimum ist 250 Euro, okay? Ja, wieso? Ja, so... Ja, wieso? Weil man mit weniger keinen Gewinn machen kann. Mhm. Warum nicht? Das ist Minimum. So, möchten Sie mit Minimum oder mehr? Mit weniger. Minimum, ja? Nee, mit weniger. Minimum, korrekt? Nee. Nee. Okay, auf Wiedersehen. Ja. Hallo? Schlupfer GmbH? Ja, aber nicht jetzt. Kommen Sie mal. Sie sind am Schlafen? Hallo, wunderschönen guten Tag, hier Gerald. Am Apparat ist Frau Schwarz, das ist CryptoCode. Hier bei uns haben Sie sich angemeldet und Interesse auf Kryptowährungen gezeigt. Und da rufen Sie auf den Sonntagmorgen an. Haben Sie irgendwie einen Lattenschuss? Ja, also melde mich um Sonntag. Wenn Sie beschäftigt sind, können wir das verschieben, kein Problem. Ja, ich sitze gerade auf dem Klo auf und dem Werktag ist es auch nicht erreichbar. Sie sagen, Sie sind beschäftigt, Sie arbeiten nicht. Also wann müssen wir anrufen? Werktage geht's nicht, Ruhetage auch nicht. Ja, aber doch nicht sonntags. Ja, aber wenn ich rufe Montag, Sie sagen, ich bin in Arbeit, bin ich beschäftigt und Sie legen auf. Und sind Sie wieder nicht erreichbar. Ja, dann ist das so, ja. Richtig. Ist das so, Sie sind... Ja, hallo. Da spreche ich jetzt mit Gerold Enson. Mhm. Super, freut mich, Sie zu erreichen. Mein Name ist Christa Schulz und ich bin Ja, guten Tag. Enson, warum haben Sie aufgelegt oder etwas wurde mit Verbindung? Ich habe nicht aufgelegt. Also, Herr Enson, mein Name ist Christa Schulz und ich bin Vertreterin von Firma Fintegral. Vor ein paar Tagen, Sie waren auf unserer Website. Es geht um passiven Einkommen. Mhm.
Ja, und also ich bin hier, um Ihnen alles kurz und knapp zu erklären, wie Sie können mit diesem Programm Geld verdienen auf dieser Plattform und natürlich mit der Aktivierung Ihren Handelskonto helfen. Okay? Mhm. Super, Herr Ensen, sagen Sie mir bitte zuerst, ob haben Sie schon irgendwelche Erfahrungen beim Wirtschaftsmarkt oder ist es alles noch neu für Sie? Mhm. Herr Ensen, haben Sie irgendwelche Erfahrungen in diesem Bereich? Mhm. Haben Sie keine, ja? Mhm. Okay. Und also, ist es, wenn es alles neu für Sie ist, dann also sagen Sie mir bitte, warum suchen Sie überhaupt nach passiven Einkommen? Vielleicht hat Ihr irgendwelche Ihrer Bekannte uns Ihnen geraten, oder? Herr Ensen, können Sie mich hören? Mhm. Ich höre Sie nicht. Antworten Sie bitte was. Mhm. Herr Ensen, was ist los? Ja. Herr Ensen, sagen Sie mir bitte, ob können Sie mich hören, weil etwas wurde mit Verbindung. Ich kann Sie hören. Super, super. Herr Ensen, Sie haben Interesse an unserem Projekt mit also passiven Einkommen. Sie waren auf unserer Website, stimmt das? Weiß ich nicht. Wie bitte? Weiß ich nicht. Wissen Sie nicht, das war vor ein paar Tagen. Herr Ensen, also ich erkläre Ihnen, wie das alles funktioniert, okay? Mhm. Und dann machen wir die Aktivierung von Ihrem Handelskonto, weil auf jeden Fall Sie waren auf der Website. Okay? Aha. Super, super, Herr Ensen. Also machen wir auf solche Weise. Sagen Sie mir bitte, warum suchen Sie nach passiven Einkommen? Also vielleicht haben Sie irgendwelche finanzielle Ziele. Wollten Sie nicht irgendwelche Informationen geben? Weil im Moment stellen Sie nur Fragen. Natürlich, ich gebe Ihnen ganze Informationen. Ich zeige Ihnen wieder die Website. Okay? Sie wollten mir doch erstmal Informationen geben. Super, super, Herr Ensen. Also ich erkläre Ihnen das alles und prüfen wir zuerst also Ihre E-Mail-Adresse. Bei mir steht keine Information so. Geben, was Sie machen. Wie bitte? Das ist keine Information geben, was Sie machen. Herr Ensen, ich muss Ihnen das auf jeden Fall per E-Mail schicken und jetzt möchte ich mit Ihnen das prüfen. Also was für eine, ob haben Sie richtig bei uns angemeldet? Ja. Hello, sir. This is customer service from USG Forex. And we've seen your registration in our official website. We would like to confirm with you. Do you have any account manager or ID from USG who are in contact with you already? Hmm. Yes? Hmm. Do you have any account manager? Hmm. Okay, I will send you an email later. Mm. And thank you for taking our call. Thank you. Have a nice one. Goodbye. Mm. Was? Felix? Was denn? Hallo? Ja, was denn? Guten Morgen. Ja. Mensch. Und zwar, ich rufe Sie aus Finanzmarkt an. Sie haben sich ja vor kurzem angemeldet bei Ihnen. Ich bin Ihr Kontoberater. Mhm. Mhm, ich bin der Jan Oswald und zwar, also, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Nö. Naja, haben Sie nicht? Mhm. Das ist nicht schlimm, weil, also, Sie kriegen auch Hilfe aus unserer Broker-Abteilung, ne? Mhm. Gleichzeitig würden Sie also ein Lernsystem aus unserer Seite kriegen und also praktisch traden, sag ich jetzt mal. Mit welchem Betrag möchten Sie jetzt anfangen? Mhm. Na? Keine Ahnung. Mit 250 vielleicht, wenn Sie ein Anfänger sind? Nö. Nee? Mehr? 500? Nee. 1000? Mm-mm. Gar nicht. Ich würde mal 20. So 25 machen, ja. 25 Euro? Mhm. Nee, das geht gar nicht. Doch. Das ist ja zu wenig. Das ist ja zu wenig. Mindestbetrag fängt mit 250 an. Und warum? Na, und also was machen Sie eigentlich beruflich, wenn Sie also 25 Euro einzahlen möchten? Kaffeesatzleser. Achso. Freut mich sehr. Hm. Und also im Moment haben Sie ja, was für Zahlungsmethode haben Sie eigentlich? Eine schöne. Was? Eine gute. Was? Felix, du Arsch, Alter, willst du mich verarschen, oder was? Klar. Ja, bitte. Guten Tag, hier ist Martin Lenz aus dem Hause Obermarkt. Jetzt, hallo.
habe ich da dran? Ich habe es jetzt da kurz nicht verstanden, was sagen Sie? Ja, wen habe ich da dran? Martin Lenz ist mein Name, aus dem Hause Obermarkt melde ich mich. Ich spreche mit dem Herrn Analum. Herr Analum, ich melde mich wegen, Sie haben ja appliziert für mehr Informationen über ein Trading-Konto bei uns im Hause. Ich bin der Trader aus dem Hause, bin derjenige, der zuständig sein sollte, Ihnen offene Fragen zu beantworten, behilflich zu sein, das Konto einzurichten und. Ich weiß nicht von der Zeit aus her, ich bin einfach reingeplatzt, nicht, dass ich am Stören bin. Ich sag von der Zeit aus her, nicht, dass ich am Stören bin. Ja, geht so. Sagen Sie mir, Sie haben ja appliziert für ein Trading-Konto bei uns im Hause. Darf ich Ihnen fragen, haben Sie allgemeine Erfahrungen, was das angeht? Nö. Soll ich Sie zu einem anderen Zeitpunkt kontaktieren, Herr Analum, oder soll ich Sie gar nicht mehr kontaktieren? Ist mir egal. Ich sehe. Wie alt sind Sie denn, darf ich fragen? Sie sind 99er Baujahr, oh mein Gott. Hat sich erledigt die Sachen. Schlafen Sie weiter, gehen Sie zur Schule, Mann. Finden Sie einen anständigen Job. Wiederhin. Hallo? Ja, guten Tag. Brigitte Döber am Apparat von Top Trade Unternehmen. Können Sie mich zuordnen? Nee. Okay, ist kein Problem. Ich helfe Ihnen ganz kurz. Also es geht hier bezüglich über Online-Handel, Online-Trading. Wir handeln mit Forex, Kryptowährungen, Einzelaktien und so weiter. Was ich Ihnen momentan anbiete, ist nur ein Testgeschäft, um Referenzen zu schaffen. 2 bis 4 Wochen lang. Thema ist Geld zu verdienen. Sie wissen jetzt konkret, um was es hier genau geht? Hallo? Bitte? Ja, was denn? Wissen Sie konkret, um was es hier genau geht? Ja, um Betrug. Was für ein Betrug? Na, Sie. Wie können Sie sowas sagen? Ja, mit dem Mund sagt man sowas. Wie bitte? Mit dem Mund sagt man sowas. Was hat das damit zu tun? Und wenn Sie fragen, wie man sowas sagen kann, mit dem Mund. Also, es geht hier nicht um Spaß. Grund des Anrufes, weil Sie Interesse haben. Hören Sie mich lachen? Wie bitte? Hören Sie mich lachen? Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Sie sind ein Psychopath. Ja. Guten Tag. Hallo, einen schönen Tag. Ja. Tut schon, oder? Ja. Hey, Masan, du bist am Apparat. Heißt uns alles gut bei Ihnen? Alles natürlich. In Ordnung? Ja. Das freut mich sehr. So, ich rufe Sie an als eine Signalgeberin wegen der Rückfragen über Finanzinformationen. Ich wollte sehr gerne mit Ihnen die neuesten Gelegenheiten über Finanzmarkt teilen. Sind Sie schon bekannt mit diesem Thema? Nein, wir haben uns noch nicht gegenseitig vorgestellt. Es geht über Finanzmarkt, über Krypto, Forex, Aktien und so weiter. Es ist eine Online-Möglichkeit, Profite zu generieren oder zu machen mit diesen Instrumenten. Das finde ich aber auch sehr interessant. Das hört sich sehr gut an. Da kann man auf jeden Fall die Zeit ein bisschen mit totschlagen mit diesem Thema. Also wenn Sie möchten, ja, können Sie fortfahren. Haben Sie schon Erfahrung, Herr Tutschen? Haben Sie schon etwas probiert? Wie bitte? Haben Sie schon Erfahrung mit Finanzmarkt? Haben Sie schon eine Investition gemacht oder etwas anderes? Ja, ja. Also gestern, als ich am Elektrozaun gelutscht habe, habe ich schon mal eine Erfahrung gemacht, ja. Ach so. Sind Sie zufrieden mit Investitionen, die Sie gemacht haben? Nee, wieso? Weil da war ja gestern so der Elektrozaun. Also mir wirklich sehr leid. Heißt die Geschichte, weil da war ja dann, kam dann Pferd und dann war vorbei. Ja, so Sie haben nur Geld verloren, oder? Nee. So. Meine liebe Herr, es geht über Krypto, Forex, ja, Aktien, ja, und so weiter. Zum Beispiel, ja, Sie machen eine Investition. Sehr gut. So, Sie haben Erfahrungen mit Finanzmarkt, ja? Sie haben schon etwas probiert? Nee, also ich habe da jetzt noch nicht. Ich habe das jetzt nur am Probeiten verwendet. So, meine liebe Herr, kein Problem. Wir haben sehr viele neue Klienten, die handeln wollen, aber wissen nicht, wie man anfängt. Deswegen bekommen Sie unseren Anruf. Also, wir bieten wollen? Hier. Noch einmal? Was denn für Handeln? Können Sie bitte lauter sprechen? Ich habe nicht sehr gut aufgestellt gehört. Na, was denn für Handeln? Es geht, ich wollte sehr gerne Ihnen einen Weg zu zeigen, wie können Sie ein passives Einkommen zu generieren und wie es ist, mit einer regulierten und lizenzierten Firma zu arbeiten. Verstehen Sie das? Ich glaube, Sie wissen, was jetzt in der Welt zwischen Russland und Ukraine passiert ist. Es ist ein Krieg. Jetzt haben wir eine goldene Gelegenheit mit Gas. Sie wissen ja schon, dass am meisten Europa kauft Gas von Russland. Jetzt wegen dem Krieg, der Preis von Gas wird verrückt. Nee, das ist ja gelogen. Das ist gelogen, das stimmt nicht.
Was stimmt nicht, bitte? Der Gaspreis hat nichts mit dem Krieg zu tun. Also nicht mal 1% davon. Aber ich habe hier Statistik, dass Europa kauft Gas von Russland und jetzt wegen dem Krieg die Preise von Gas zurück nach oben steigen. Nee, das heißt, wir können Gas... Als Spekulanten, so wie, ja, wie das hier. Die sind daran schuld, dass die Preise hochgehen, aber mehr nicht. Ja, wir haben diese Gelegenheit halt schon und ich wollte sehr gerne Ihnen unsere Arbeit präsentieren. Naja, ist ja keine Arbeit, ja, alles gelogen. Aber. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Wie geht es Ihnen? Betrüger. Wie bitte? Ja, du bist ein Betrüger. Ich bin ein Betrüger? Ja. Und was sind Sie denn? Ich bin kein Betrüger. Sie? Ah, Sie sind kein Betrüger? Ja. Es freut mich, kein Betrüger. Ja. Aber ich bin kein Betrügerin. Doch. Ich muss ehrlich sein. Doch. Warum sprechen Sie so? Haben Sie vielleicht ein Problem mit Ihrem Mund? Nein, aber du bist Betrüger. Also, woher haben Sie diese Meinung bekommen? Von uns bekommen? Kommt von Aldi. Nochmal? Dann habe ich bei Aldi eine Kasse gefunden. Was haben Sie gefunden? Bei Aldi. Okay, warten Sie kurz. Ja, nochmal bitte. Können Sie ein bisschen deutlicher sprechen? Einen guten Tag! Ha! Sie Hallo. Sind sehr höflich! Hallo! Woher Hallo. Kommen Sie? Woher kommen Sie? Von draußen, jetzt bin ich drin. Woher kommen Sie? Von draußen, jetzt bin ich drin. Wie alt sind Sie denn? Alt genug. Alt genug? Ja. 90? Sag ich nicht. Wann sind Sie geboren? Wann? Wann? Ja, wann? Ich frage Ihnen, wann? Im 20. Jahrhundert. Oh. Wie hat Deutschland Ihnen akzeptiert? Na, ja, können doch alle gratis herkommen. Wie hat Frau Angela Merkel Ihnen akzeptiert? Den gibt's doch gar nicht mehr, den Merkel. Jetzt ist doch die Olaf da. Olaf Scholz! Herr Olaf, wie hat er Ihnen akzeptiert? Nee, Frau Olaf. Frau Olaf hat gesagt, guten Tag, jetzt sind Sie da. Also, in welchem Staat leben Sie gerade? In welchem Staat? Ja. Im freien Staat der Jugoslawen. Jugoslawen? Ja. Haben Sie Geld, lieber Herr? Nee. Ich auch. Auch kein Geld. Deswegen, deswegen ich arbeite mit Economics, um Geld zu verdienen. Um Leute zu betrügen? Nein. Doch. Was ist das? Das ist illegal. Wie kann ich die Leute Doch. Betrügen denn? Ihr bescheißt die Leute. Wie bitte? Ihr bescheißt die Leute. Ich? Persönlich ja. Ich nicht. Ja. Nein, aber... Doch. Sie können bei uns Doch. Kommen. Doch. Wir sind nee. Schon in Schweden. Mhm. Wir haben auch unser Büro in Deutschland. Sie können auch... Ja. In Gossestraße 575 hinter der rechten Pissecke links? Nein. Nee? Es ist falsch. Oh. Sind Sie gay vielleicht? Nein. Und Sie? Nein, aber ich kann jetzt sagen, dass Sie gay sind, bestimmt. Ja, aber Sie auch. woher haben Sie es gemerkt denn? Ja, weil Sie sprechen wie ein Schwul. Ich spreche wie ein Schwul? Ja, Sie sprechen wie ein Schwul. Was für eine Coincidence ist das? Sie sprechen auch wie ein Schwul? Nee. Ja. Nee. Ja, nein. Ja. Sind Nein, Sie verheiratet? Ich wüsste das nicht. Sind Sie verheiratet? Ja. Haben Sie Kinder? Nee. Bestimmt nicht, Sie sind ein Schwul. Nee. Ja. Ich bin ein Schmetterling. Ein wunderschöner Und? Schmetterling. Sie sind ein Schmetterling? Ich bin gerade in deinem Kokon. Ein Schwul-Schmetterling, dann. Ein wunderschöner Schmetterling in meinem Kokon. Nein, ein Schwul-Schmetterling. Nein. Doch. Nein. Und ich wünsche Ihnen Happy Pride Month und ja? einen schönen Tag noch. Das wünsche ich dir nicht, du Betrüger. Hahaha. Ja, hallo? Hallo? Ich nix hören? Ja.
Hallo, schönen guten Tag, Anna Post am Apparat. Ich spreche gerade mit dem Jahr Supengon. Sieht so aus. Ja. Einen schönen guten Tag, spreche ich mit dem Herrn Rainer Vaginal. Sieht so aus. Ich grüße. Ja und? Hallo, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Ah, wie geht's Ihnen? Michael Grünberg hier von der Deutschen Group. Ich rufe an bezüglich Ihrer Anfrage. Sie haben eine Anfrage an uns geschickt bezüglich Investmentmöglichkeiten mit riesigem Aufwärtspotenzial und kleinem Risiko. Leuchtet das eine Glocke? Nee, hab keine Glocke. Super. Grund für den Anruf heute, Herr Vaginal. Wir haben jetzt eine Kryptowährung entdeckt, Metaverse X, in der man intern Immobilien kaufen kann auf virtueller Ebene, die sofortiges Patent erwartet. Ihre Profite bei einem Investment von 5.000 Euro sind aufwärts von 50.000 Euro. Das haben Sie aber schön abgelesen. Ganz nebenbei, Herr Vaginal, unsere Analysten indizieren, dass diese Prozente noch weitaus höher sein könnten. Ja und? Das einzige Problem, was Sie haben werden, Herr Vaginal, ist, dass Sie nicht mehr gezahlt haben. Sind Sie mit dabei? Wobei? Mit dem Investment. Welches? Für Metaverse. Was habe ich davon? Lassen Sie mich kurz meinen Manager weiterleiten, der wird Ihnen das Ganze noch einmal erklären. Ja, eine Sekunde. Einen schönen guten Tag. Mit wem spreche ich? Mit dem, den Sie angerufen haben. Mit dem Herrn Rainer Vaginal, stimmt das? Ich grüße, wie geht's Ihnen? Ganz schnuckelig. Ganz schnuckelig, sehr schön, super. Ich rufe an bezüglich der Anfrage, die Sie uns geschickt haben an der Deutschen Group. Sie haben sich bei uns angemeldet, um in Bitcoin zu investieren. Habe ich das, ja? Ja, haben Sie gemacht. Sie haben Ihre Online-Daten eingegeben. Es hat Sie gerade der liebe Michael angerufen. Super Bursche. Der muss noch ein bisschen an sich arbeiten, aber prinzipiell macht er das super. Sie bekommen von uns einen Account-Manager zur Verfügung gestellt. Erinnern Sie sich daran? Nee. Sie haben Ihre Daten bei uns eingegeben, um Geld zu investieren. Ja. Haben Auf Sie welcher schon irgendwelche Investmenterfahrungen? DeutscheGroup.org. Wahrscheinlich haben Sie die Werbung in der Höhle der Löwen gesehen. Die Domain gibt's nicht. Deutsche-Group.org. Das haben Sie nicht gesagt. Haben Sie es gefunden? Violett gerade. Kenne ich nicht die Seite. Kennen Sie nicht? Haben Sie sich eingeloggt? Vielleicht ist es ein Zeichen von oben, dass Sie sich jetzt einfach bei uns eingeloggt haben. Wie der liebe Michael, ich bin nebenbei, mein Name ist Leonard Fürst. Der liebe Michael, der hat Ihnen jetzt, glaube ich, schon kurz davon erzählt, was für ein Investment. Haben Sie irgendwelche Erfahrungen mit Investments gemacht? Aktien oder sonstiges? Nee. Noch nicht? Mm-mm. Was machen Sie beruflich? Kaffeesatzleser. Ah, sehr schön. Ja, und haben Sie denn irgendwelche Wünsche oder Träume im Leben? Nö. Sie haben keine Wünsche, keine Träume? Nö, ich bin zufrieden. Sie sind zufrieden? Jedenfalls schauen wir hier aktuell auf eine Münze. Wie gesagt, haben Sie schon mal vom Metaverse was gehört? Nee. Das ist diese neue Technologie, da hat man virtuell, kann man Immobilien kaufen, NFTs, man kann unfassbar viel Geld machen und wir haben jetzt ein Investment geplant, bei dem man das Kapital knapp verzehnfachen wird. Heißt, bei einem Investment von 5.000 Euro kommt man hoch bis zu 50, was unsere Analysten mitgeben, könnte sogar noch ein bisschen mehr werden. Und dadurch, dass Sie sich angemeldet haben, wollte ich Sie fragen, ob Sie da mitmachen möchten. Nee. Herr Vaginal. Nee. Möchten Sie nicht mitmachen? Richtig. Okay, dann wünsche ich Ihnen noch ein schönes Leben. Ja, wünsche ich mir auch. Danke, tschüss. Sag mal, hast du irgendwie einen Lattenschuss? Ich habe dir verboten, mich nochmal anzurufen. Aber Sie haben mir selbst angerufen. Nee, ich rufe ja nicht ein. So, und du unterlässt es jetzt. Ich werde von dir hier nicht mehr angerufen. Einen schönen Tag noch. Fick dich. Rufen Sie mich. Herzlich willkommen bei der Kräuterhexe. Was kann ich denn tun? Hallo? 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 Ich rede mit Wolfgang Gutwasser. Hallo? Hallo? Herr Wolfgang. Ella Hodensack.
Fuck it. Vad är det? 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 Das war's schon mit der Kakerlaken-Party. Wenn du immer noch nicht genug bekommen kannst, dann schließ dich doch gerne den Kakerlaken-Fans an. Den Mitgliedschaftsbutton findest du direkt unterm Video bzw. in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Ciao, ciao.